Hey, hast du mal ein wenig Gras? Klar doch. Guten Morgen! Ja, heute geht es um das richtige grüne Gras, also was in Hülle und Fülle vor unserer Haustür wächst. Was resistent gegen Schädlinge ist, was Tiere wie Menschen mit allen Vitaminen und Mineralstoffen außer Vitamin B12 und Vitamin D versorgt und was nach Ansicht nicht weniger Menschen das gesündeste Lebensmittel der Welt ist. Warum? Weiß das noch keiner. Weil Wissen zu verbreiten, das kostet Zeit und Geld. Und wo nichts verdient werden kann, da wird eben auch oft nichts verbreitet. Beziehungsweise dieses Wissen wird von Werbung und Marketing der großen Unternehmen, die etwas verdienen wollen, verdrängt. Das hat alles nichts mit Verschwörungen zu tun, sondern das ist ganz simple Marktwirtschaft. Wenn Opa Erwin auf seiner kleinen Hobby-Webseite seine jahrelangen Erfahrungen und seine Recherchen zu einem Thema für seine Freunde postet, dann findet man, wenn man bei Google gesunde Ernährung eingibt, mit Sicherheit nicht Opa Erwins kleinen Blog, sondern auf den ersten 100 Seiten findet man wahrscheinlich ausschließlich Informationen oder Wissen, was in irgendeiner Weise auch monetarisiert ist, ne? Und wenn es nur mit Werbung ist und hat dann entsprechend ein höheres Potenzial gefunden zu werden, weil ja nicht nur die Seite, sondern weil viele Interessensgruppen davon partizipieren. Bei meinem YouTube-Kanal ist das auch nicht anders. Wenn ich nicht zulassen würde, dass Werbung geschaltet wird vor meinem Video, da würde mein Videos, ceteris paribus, schlechter gerankt werden. Umso wichtiger auch in den monetarisierten Wissensplattformen Informationen am Leben zu erhalten, die aufgrund des perfiden Geldstrebens großer Teile der Welt sonst aus dem Fokus geraten würden. Und entsprechend daher heute die Vorstellung des Grases als Lebensmittel. Neben dem biochemischen Fakt, dass alle bis auf die zwei genannten essentiellen Nährstoffe, also Vitamin B12 und Vitamin D, im Gras vorkommen, und selbst da gibt es gewisse Ansichten, aber ich sag mal jetzt wirklich wissenschaftlicher Konsens, ne, da brauchen wir doch eigentlich nur mal die freilebenden Tiere zu beobachten. Die freilebenden Tiere, die haben keine Ärzte oder keine Krankenhäuser, sie haben keine Medikamente. Aber doch unterstehen sie quasi denselben Naturgesetzen wie wir Menschen. Wenn sich ein Tier krank fühlt, was passiert dann? Das ist meistens so, dass es dann entweder fastet oder es knabbert Gras. Wenn wir krank sind, dann setzt bei uns auch der Instinkt ein, dass wir unsere Energie nicht für den Stoffwechsel, also für die Verwertung von Nahrung einsetzen wollen. Ihr kennt das alle, wenn ihr krank seid, ihr habt keinen Hunger. Nur das Knabbern an Gras ist aus unserer modernen Gesellschaft eigentlich raus. Das wissen wir gar nicht mehr. Das Wissen ist überhaupt nicht mehr existent, dass wir sozusagen mit dem Gras, wenn wir daran knabbern, dass wir die Nährstoffe rauslösen quasi, aber sehr wenig Stoffwechselenergie benötigen. Und man muss einfach nur kauen und dann spuckt man die Zellulose wieder aus. Und dann hat man die Nährstoffe. Und ja, und dann ist es wunderbar. Und gerade in Krankheitstagen ist es wichtig, dass man den Stoffwechsel nicht so sehr belastet, aber trotzdem Nährstoffe aufnimmt. So, also ist das sozusagen das Ideale am Grasknabbern, wenn man krank ist. Grassaft ist in dem Zuge, wenn man eine gute Saftpresse hat, natürlich ja auch super, ne? Gerade bei Grassaft, da braucht man allerdings eine gute Saftpresse. Das muss man auch dazu sagen. Die beste für Wildgrün, die auch die Silke Leopold hat, die sie mir erst empfohlen hat, habe ich euch unten ja schon mal in einer Rezension vorgestellt. Das Video kann ich euch oben verlinken und unten poste ich die nochmal. Aber gerade so eine Saftpresse in einer Krankheit, das ist halt wirklich so die absolute Wunderwaffe. Da braucht man nicht am Gras kauen, sondern dann jagt man das Gras rein, das Wildgrün, und dann trinkt man das einfach. Und da hat man die Nährstoffe, aber man hat nicht den Stoffwechselvorgang. Das ist das Entscheidende. Das ist aus dem Tierreich abzuleiten. Ne? Worauf sollte man denn achten beim Konsum auf Gras? Also zum einen, dass es vorrangig Süßgräser sind. Wenn man keine Ahnung von Gräsern hat, dann kann man sich merken, dass wenn der Stängel oberhalb der Grasnarbe irgendwann zum Blatt wird, also aus dem Stängel wird das Blatt umschließt dann sozusagen den Stängel, wenn man jetzt drauf guckt, dann sind es Süßgräser und damit zum Großteil genießbar. Die Zellulose ist für uns wie gesagt nicht verdaubar. Daher entweder trocknet man das Gras und pulverisiert das oder man entsaftet es. Was auch noch geht, dass man einen Hochleistungsmixer das da rein macht, aber da braucht ihr wirklich einen sehr guten Hochleistungsmixer, also zum Beispiel den Harexco, den ich auch mal getestet habe. Da kann man auch das Gras wirklich dann wunderbar ganz klein machen. Aber ansonsten halt wie gesagt trocknen und entsaften. Und dann kann man das auch so in seinen Ernährungsalltag eingliedern, wenn man nicht krank ist. Also man muss nicht krank sein, um gesunde Sachen zu sich zu nehmen. Natürlich gibt es innerhalb der grünen Gräser auch noch einige Unterschiede im Geschmack und in der Wirkung.
zum Beispiel bei Weizen und Gerstengras habe ich ja erst vor kurzem ein Video gemacht, wieso die Wirkung ist. Und das Video verlinke ich euch oben in den Infokarten. Dann gibt es im Rahmen der Ernährung mit Gras ja auch immer noch den Fakt des Chlorophylls. Früher noch eher so als Humbug oder als esoterischer Krimskrams abgewertet, ist heute die blutreinigende Wirkung des Chlorophylls unbestritten. Wie ich auch aus dem Buch von Günther Ulmer, was ich euch unten verlinkt habe, erfahren habe, hatte der Chemiker Willstätter bereits 1913 erkannt, dass Chlorophyll fähig ist, mit Hilfe des darin gespeicherten Sonnenlichtes aus toter Materie lebende Substanz aufzubauen. Für seine Arbeit der Analyse des Chlorophyllmolekülaufbaus erhielt er 1915 sogar den Nobelpreis. Diese in den Pflanzen gespeicherte äußerst wertvolle Lichtenergie, also die Biophotonen, die unterstützen den Körper in vielen lebenserhaltenden Vorgängen. Sie übertragen hochwertige Lichtenergien aus dem Universum, aus dem Kosmos. Klingt ein bisschen esoterisch, aber letztlich ist es so. Videos zur Quantenphysik, meine Videoreihe empfehle ich euch in dem Kontext. Sie übertragen diese Lichtenergien in die Zellen und in das Gewebe des Körpers und fördern nachhaltig die Zellatmung und nach dem Zellstoffwechsel. Chlorophyll unterstützt auch maßgeblich die präzise Funktion des Gehirns, des Nerven, des Hormons und des Zellsystems. Wo Chlorophyll vorhanden ist, da befinden sich auch ganz häufig die essentiellen Mineralstoffe Eisen und Magnesium. Das Beste an alledem ist eigentlich, dass Chlorophyll oder das Gras eben kostenlos ist. Klar, man kann sich auch einfach in unserer luxusdurchzogenen Gesellschaft pulverisiertes Wildgrün kaufen. Ich hatte ja den Vergleich von Gerstengras und Weizengras, den ich ja schon angesprochen habe, verlinkt. Es ist nicht notwendig. Ne? Das kann man machen, aber man kann auch einfach in die Natur gehen. Und was an sich natürlich schon gesund ist, ich weiß nicht, ob oben noch Platz in den Infokarten ist, warum Bewegung wichtig ist, wenn dann oben Infokarten, kann in die Natur gehen und sich dort einfach Wildgrün pflücken und zu Hause selber verarbeiten. Kostenlos, komplett kostenlos. Und es ist so gesund. Oder eben wie wir als Kinder früher, einfach mal so intuitiv an einem Grashalm nuckeln. Wer hat das nicht gemacht? Aus dem Süßgras oben das Ding rausgezogen, ne, und dann dran genuckelt. Bevor wir dann eine Backpfeife vom Opa bekommen haben, dass ein Hund drauf gepinkelt haben könnte. Also vergesst vor lauter Superfoods, Diäten und Ernährungsplänen nicht das Gras, was vor eurer Haustüre wächst. Das ist meine Message für heute. Der Hinweis für alle neuen Abonnenten, dass wir uns immer donnerstags in gemütlicher Runde alle ab 21 Uhr, gut alle ist übertrieben, aber einige ab 21 Uhr in meinem Bett treffen, also virtuell, und die Themen der Woche, persönliche Probleme oder aktuelle Befindlichkeiten, gemeinsam in lockerer Atmosphäre, in sehr lockerer Atmosphäre, dass wir dem frönen. Ihr könnt anrufen, manchmal werden es auch Gruppengespräche, je nachdem wie ihr Lust habt, was ihr wollt. Ihr könnt anonym bleiben, alles ist offen, kein Thema ist vorgegeben, sondern einfach nur, was sich an dem Abend einfach so ergibt. Ein Abend unter Freunden quasi. Ihr seid herzlich eingeladen, jeden Donnerstag 21 Uhr. So, was sind eure Erfahrungen, was sind eure Gedanken zum Thema Gras? Ich freue mich wie immer auf einen regen Austausch. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.